Nicht jede Nachricht schafft es in unser Programm. Doch dank sozialer Medien sind auch die kleinen Dinge des Lebens schnell bei euch. Hier wieder alles, was wir diese Woche in Facebook präsentiert haben, kompakt zusammengefasst. Auf den Punkt. Der Regionentalk der Sparkasse Coburg-Lichtenfels geht in die nächste Runde. Thema dieses Mal die Bundestagswahl 2017. Alle Kandidaten für Coburg und Kronach werden am 14. September im Kongresshaus Rosengarten auf dem Podium sitzen. Kostenlose Karten gibt es jetzt bei der Sparkasse Coburg-Lichtenfels. 2008 wurde die Sanierung der Ketschen-Vorstadt beschlossen. Jetzt ist sie auf die Zielgerade eingebogen. Mit dem Anwesen Ketschengasse 42 wird einer der letzten verbliebenen Schandflecke saniert. Das Haus war mittlerweile unbewohnbar geworden. Die Schatzsuche, das Rätsel der Region von ITV Coburg und dem Coburger. Präsentiert von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels. Gut für die Region. Und mit Preisen von unseren Partnern Edeka Wagner, dem Sporthaus Wohlleben, dem Hotel Goldene Traube, der Therme Naturbad Rodach und der Agentur Streckenbach. Dazu 400 Euro in bar. Finden Sie den Schatz im Gesamtwert von 1000 Euro. Alles geht an einen Gewinner. Die Schatzsuche, das Rätsel der Region von ITV Coburg und dem Coburger. Präsentiert von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels. Dieses Mal geht es um die Coburger selbst. Einige von ihnen hatte ITV Coburg dieses Jahr vor der Kamera 5 Tage lang beim Schlossplatzfest. Hat mit ihnen Sinniges? Schlossplatzfest immer wichtig, ne? Und ich komme auch gerne her. Normalerweise bin ich im Sommer hier. Und Unsinniges besprochen. Ich habe keine Ruhe gegeben. Das ist gar nicht wahr. Das ist nicht wahr. Sie hat mich gefragt, ob ich sie heirate. Aber erst 2 Jahre später. Hat sie singen? Soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heute. Wahre Freunde soll nicht wanken. Da, 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 da. Und Quizfragen stellen lassen. Frauen trinken es hier gerne und es gibt ihn hier an jedem Stand. Es ist ein Begriff, der etwas umschreibt. Unser nächster Begriff, ich probiere es mal mit Pantomime. Danke an alle fürs Mitmachen. Als Dankeschön spielen Sie bei dieser Schatzsuche die Hauptrolle. 7 Tage, 7 Fragen zu jeweils einer der Personen in diesem Film, 7 Lösungen, am Ende 7 Namen, die ihr für das Kreuzworträtsel am Samstag, den 19. August benötigt. Sonst habt ihr keine Chance, den Schatz im Gesamtwert von 1000 Euro zu heben. Also, jetzt gilt es. Jeden Tag bis zum Freitag, den 18. August, immer um 17 Uhr eine neue Frage. Viel Glück! Als Gratis-Show-Act statteten die Fahnenschwinger von Un Paso Honroso der Coburger Innenstadt einen Besuch ab. Mittlerweile sind die Ritter, Pferde und Schwinge allerdings wieder abgezogen. Und das war wieder der Blick auf unsere Facebook-Seite.